Und so Sekten wie Adventisten, sie wollen das nicht wahrhaben. Sie lehren, dass es diese Annihilation gibt, dass die Leiber der Toten, der Ungläubigen in der Hölle ganz einfach verbrennen werden und nicht mehr sein werden und schlussfertig aus. Nur das Feuer wird ewig sein, nicht die Strafe wird ewig sein. Das ist aber nicht, was die Bibel lehrt. Denn ich habe dir schon zitiert aus Daniel Kapitel 12, Vers 2, dass sie auferstehen werden zur ewigen Schmach und Schande. Wie kann Schmach und Schande ewig sein, wenn die Toten einfach nur verbrennen und fertig? Siehst du, Schmach und Schande ist etwas subjektiv Empfundenes. Das ist etwas, was du persönlich bewusst empfinden musst. Ansonsten ist es nicht Schmach und Schande. Schmach und Schande, das ist eine Empfindung. Das musst du subjektiv empfinden. Das heißt, die Toten werden ewig in der Hölle sein. Sie werden nicht verbrennen, sondern sie werden brennen und weiter brennen. Ansonsten wäre es nicht Schmach und Schande. Ansonsten wäre es kein Ort der Qual. Ansonsten würde die Bibel auch nicht sagen, dass der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Es ist nicht der Rauch des Feuers, es ist der Rauch ihrer Qual, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, die Hölle ist ewig. Er wird Ungläubige, ja, für immer in der Hölle bestrafen. Gott sei Dank ist Jesus Christus für uns gestorben und es ist einfach in den Himmel zu kommen. Wir müssen nur an Jesus glauben. Und deswegen sollten wir eben Seelen gewinnen gehen als Christen, damit Leute nicht zur Hölle fahren, damit sie nicht in den Feuersee geworfen werden, nachdem sie gerichtet wurden nach ihren Werken.